Wenn du zu viele dieser Cyphers bei dir trägst, das kann nicht gut sein. Ab zur Höhle. Richtung Höhle. Dich trifft ein Pfeil in die Schulter. Sie breche erstmal den Pfeil ab. Dann nehme ich diesen Schrapnell-Detonator, werfe in die Richtung. Werfe ihn mal zu mir. Denn du brauchst ihn ja jetzt nicht mehr. Willst du Anstrengung einsetzen? Speed-Anstrengung wäre das dann? Speed-Anstrengung? Sehr gut, die Frage. Anstrengung einsetzen und angeschlagen kommen. Weißt du, bei uns im Kampf kommen immer niedrige Zahlen. Genau. Also nehme ich eine Verletzung in Kauf, um das Ding wirklich zu werfen. Ach, musst du dich schon verletzen dafür? Ja. Das sieht auch lustig aus. Aber er fliegt. Schulter ausgekugelt. Wieso, was hast du denn da? Ich habe 3 Speed. Ach so. Mit Anstrengung brauche ich 3, weil ich 0 Edge habe. Ja, dann wirst du wahrscheinlich mit deinem Arm so unglücklich schwingen, dass er irgendwo gegen die Mauer oder mit dem Kopf so kugelst du die Schulter aus, genau. Ja, willst du es machen oder nicht? Okay, ich gehe auf Nummer sicher und nehme die Anstrengung dazu. Okay. Oh, du legst volles Met da rein. Weißt du so? Nachdem ich geworfen habe. Frauen bei den Jungs, Bundesjugendspielen. Ja. It's time to be the hero. Was ist das? 17. Oh Gott sei Dank. Sehr gut. Toll, hätte ich mal nicht. Oh. Ja, egal, sonst wären wir gestorben. So, 17, also. Das heißt, der Typ kriegt noch einen Punkt mehr Schaden. Aber kann er nicht nochmal irgendwas werfen? Da steht so. Doch da, was da. Das ist jetzt quasi der Angriff auf den Typ. Jetzt musst du einmal ein W100 würfeln. Wenn du über 50% kommst, also 51 bis 100, dann ist es eine krasse Explosion. Wenn du drunter bleibst, ist es eine normale 6 Meter Durchmesser. Versuch die krasse. Ja, und wenn es krass ist, würde uns das treffen in der Höhle? Dann würde es gerade so vor der Höhle wahrscheinlich. Wenn da noch irgendwo einer hockt, der geht gleich mit drauf. 55. Oh. 55. Ja, Scheiße. Du wirfst das Ding. Ting, der Typ kriegt noch einen Punkt Schaden, weil er das da in den Kopf kriegt. Ne? Jawohl. Und dann geht's. Und in Zeitlupe, während es von seinem Kopf abprallt, machst du es. 30 Meter Bäume, Büsche, alles Mögliche sind ein bisschen lädiert, brennen dort, Splitter sind da überall. Die Wand von innen, die da noch so rausscheint, die ist auch voll gespickt mit irgendwelchen Splittern an dir dran, vorbei welche geflogen, du vielleicht auch gerade noch aus dem Weg gerobbt. Mega gut. Ja, und da liegen dann im Endeffekt einige Unholde. Einige. Wenn ihr dann näher hinguckt, ist es also auch schön hell erleuchtet. Die Leuchtkugel ist übrigens weggeflogen. Die leuchtet jetzt irgendwo, vielleicht im All oder. Alter Schwede. Auf dem Heimatplaneten. Auf dem Heimatplaneten. Die ist zurück zum Heimatplaneten. Der Mond wird beleuchtet. Auf jeden Fall ist alles still geworden. Ja, es brennt alles ein bisschen. Ihr seht da ein paar Unholde liegen. Ihr wisst jetzt nicht genau, wie viele. Brennt es dolle oder hört das auch auf? Ja, das ist jetzt nicht so krass der Waldbrand, aber so hier und da ein paar Flammen. Geh ich mal gucken. Ich gehe okay, auch gucken. Ich möchte die alle so ein bisschen durchsuchen. Ich möchte den ersten, den ich treffe, auch. 4 durchsuchen. 4 Unholde liegen da rum. Einen nehme ich auch. Ja, mindestens. Wollen wir uns die aufteilen? Ja, ich nehme einen. Ich nehme einen. Willst du auch einen durchsuchen? Ich nehme auch einen. Dann wie du denkst. Wenn ihr mir die Leichen lasst, nehme ich die auch. Wir nehmen alle einen. 12. Findest 8. du? Und, warte. Oh, ich habe Geld gefunden. 20. 20. Was? So, und du findest eine intakte Axt bei ihm. Oh. Und das da. Und das da. Ich biete eine 8. Du bietest eine 8? Ach, du bist ja voll reich. Echt? Juhu. Ja. Ja. Da liegt ja noch eine. Die mega gut. Euch ja 3 Tin mal. Drei ich kann ja zu zweit nehmen. Du hast keinen Cypher mehr. Ich habe keinen Cypher mehr. Also du hast keinen Cypher mehr, dann kannst du mir vielleicht... Oh.
Du hast ganz viel Obst. Ja, ey. Ich schluck die Tablette, dann kann ich noch eins. Wisst ihr, was ihr da habt, oder soll ich mal alles... Du musst leider alles angucken. Dann legt mal alles hier hin. Pass auf, dann machen wir erst was anderes. Hier, ich hab da noch so eine Spitze. Achso, die Axt stecke ich, kann ich mir die irgendwo reinstecken? Ja, ja, ne? Zupf ich mir die jetzt raus. Dann zupf. Ja. Zack. Ich bin halt nur ein bisschen verletzt, aber ist okay. Kannst du ihm mal deine... Ja, soll ich essen oder willst du essen? Nee, du hast weniger, mach du das. Also ich habe hier so zwei Sachen. Zeig mal her. Entziffer das mal. Ich hoffe, dass es mal keine Cypher sind, aber es sind bestimmt Cyphers. Stimmt, kann das hier auch was anderes als ein Cypher sein? Oder nicht? Bestimmt. Ich weiß es nicht. Eine schwarze Sinthülse mit roter Substanz im Inneren. Ein Lippenstift. Achso. Es ist ein Gift. Okay. Sobald diese Substanz im Blutkreislauf gelangt, lagert sie sich im Gehirn ab. Auch über die Haut. Und bildet dort einen Sprengsatz. Dabei Aktivierung detoniert und 10 Punkte Schaden verursacht. Aktiviert wird die Detonation, wenn das Opfer etwas trinkt. Ach was. Das heißt, er kriegt das irgendwie auf die Haut oder irgendwie wird damit angemalt. Dann setzt sie das fest und das nächste Mal, wenn er was trinkt, macht es bumm. Hat er gerade gesagt. Einmal zurück. Also das muss ich auch noch würfeln, ne? Ein Lippenstift hast du vorgelesen? Das heißt, man darf es sich natürlich nicht selber auftragen. Ne? Also hier... Zählt das auch als Cypher? Ist sogar ein okkulter Cypher, das heißt, er belegt 2 Plätze. Oh, Alter. Ja, aber das ist ein geiles Ding, damit kannst du gute Assassinenangriffe machen. Ey. Ein Metallschiff mit einer Spitze an einer Seite, welche gelblich schimmert. Okay, was haben wir hier? Einen Laubvernichter. Laubvernichter? Eine auf Chlorophyll basierende Pflanze einer Stufe, die niedriger als diese Cyphers ist, wird sofort getötet. Okay, es gibt böse Pflanzen. Okay. Muss ja nicht eine böse Pflanze sein. Oder allgemein, wenn wir halt sie im Weg... Du hast ja gerade auch Laubvernichter gemacht mit der... Ja gut, oder wenn sie im Weg ist, okay. Ist klar. Dann ich habe hier auch noch ein paar irgendwelche Gerätschaften, die kannst du auch noch... Hast du da alles gefunden? Ja, ey. Ein Attraktor. Was? Ein nicht befestigter Gegenstand deiner Größe oder kleiner wird sofort auf dieses Gerät zubewegt. Dies dauert eine Runde. Der Gegenstand bringt keinen Schwung mit, wenn er ankommt. Cool. Kann ich was anziehen. Eine Maske mit Rückenflasche etwas unhandlich. Zum Aktivieren des Cyphers wird die Maske einfach nur auf das Gesicht des Verwenders gesetzt. Diese wird bis zu 1,5 Kilometer mal die Stufe des Cyphers zu einem von ihm bereits einmal aufgesuchten Ort teleportiert. Ah. Er kommt dort sicher mit seinen Besitztümern an, kann aber darüber hinaus nichts mitnehmen. Naja, dann hoffe ich, dass ich den hoch auswürfe, dann kann ich... Musst du auch gucken, ob der okkult ist oder ob der... Ist einmal okkult. Genau, okkult belegt 2 Plätze. Oh, der andere ist auch okkult. Okay, das wäre einmal W6 plus 4, dann kannst du ordentlich reisen. Was ist eigentlich, wenn man die in der Tasche verstaut? Du trägst es am Körper. Auch wenn du die Tasche so hältst. Okay, und wenn ich sie in ein Leichenteil stecke und das Leichenteil hinter mir herziehe, dann trägt sie ein anderer. Vielleicht, wenn aber die Verbindung zu deinem Körper besteht immer noch durch das Seil. Oder wenn wir einen neuen Begleiter finden, dass der was trägt für uns. Ja, wir müssen zurück zu Who Cares? Wer trägt das auf Deutsch? Der Alte kann ruhig krank werden. Ja. Komm mit, du bist der Träger. Ja, genau, du bist der Träger. Du bist der Cypher-Träger. Voll gut. Ich habe noch ein Adlerauge. Ist ein Doppeljektor mit verstellbaren Nadeln, Abstandplatten und einem Behälter mit grünem, zähflüssigen Inhalt. Dieser Injektor wird aktiviert, wenn man ihn auf die Augen eines Verwenders einstellt und die Flüssigkeit komplett in dessen Augäpfel injiziert. Nach erfolgreicher Injektion ist der Verwender für eine Stunde lang in der Lage, 10-mal so weit zu sehen wie normal. Wir haben noch einen Formstein. Aha. Sobald dieser organische Stein freigesetzt wird, formt er ein Objekt, auf das sich der Anwender konzentriert. Der Anwender muss dabei den Schleim berühren und das Objekt kann maximal 15 cm mal die Stufe des Cyphers groß sein. Das zu geschaffene Objekt erhärtet sofort zu Formstein und ist auch dementsprechend schwer. Könnt ihr mir auch ein Safe vorstellen, ne? Hast du, können wir ihn einschließen? Kriegst du ja nie wieder auf dann. Ach so. Ja, und wenn ich mir vorstelle, dass er eine Tür hat? Ja, kann man auch nicht abschließen. Keine Technik. Formstein ist wie eine Statue. Okay. Was ist denn mit diesen Aninen? Mhm. Haben die auch irgendwie Taschen an den Seiten oder so sattelmäßig? Ja, wenn ihr aber auf dem Anin sitzt. Der nimmt doch auch die Sachen mit. Wieder bei und. Ich würde ja dann auf jeden Fall 2 Anins nehmen. Aber oder 3. Es könnte auch sein, dass der Anin davon auch krank wird und dann läuft er halt nicht mehr. Ach so. Weiß man ja nicht. Sind die nicht resistent, Mann? Wird bestimmt teuer. Erstmal gucken, ja. Oder wir klauen die. Nehmen wir so mit. Ich habe doch da gearbeitet. Ich weiß nicht, wie der Chef auf mich zu sprechen ist. Zur Not gibt's halt eben den Detonator, irgendwas. Weil die Kündigung war nicht so. Also ich würde einen von denen behalten, den Attraktor. Weil das ein Okkulter ist, kann ich nur einen davon tragen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch einen Reiseteleporter, Adlerauge und Formstein nehmen. Nein, Gegengift kommt auch weg. Zu speziell. Was so, hast jetzt du da noch? Oh cool, das würde ich gerne behalten, das mit der Lippenstift. Ja, gut, haben wir ja fette Beute gemacht. Du hast gesagt, du hast ein Quartier. Ja.
Dann würde ich da sagen, geh mal dahin. 10 Stunden schlafen. Wenn du jetzt keine besonderen Events hast für dieses Ding, würde ich sagen, wir machen eine Schnellreise und sind dann einfach da. Da, hm? Wo? Da in ihrem Hotel. In meinem Quartier. Also ihr geht jetzt langsam los. Und dann, wenn natürlich noch 10 Unheule kommen, gerne. Muss ich jetzt schon wir würfeln? Alle looten. Oder weil ich jetzt noch 3 habe, zählt das noch als... Wie viel hast du denn jetzt? 3? Ja, dann würfeln bitte. Vielleicht wirst du auch 10 Tage krank. Na, natürlich nicht. 24. Nein. Euch gar nicht. Guckt der nicht mal, ey. Ihr geht zum Hotel. Gehen wir rein durch die... Nee, die Tür geht ja automatisch auf. Nein, und die zu mir geht's hoch an der Seite. Du stehst jetzt also in der Bar, während die an der Seite vorbei hochgehen. Hallo. Ich guck nochmal kurz rein. Und Sigi dich voll sauer anguckt. Du hast mein Klo voll geschissen. Ey! Ja, ist ja gut. Aus mein Haus, Maul und aus dann ab! Ja, ich dreh mich wieder um und geh raus. Ist mir zu stressig jetzt. Ich muss mich erstmal hinlegen. Ich muss mir erstmal, ja. An der Seite geht so eine Treppe hoch. Treppe hoch, ja, ich gehe die Treppe hoch. Ich mach auf. Reinkommen. Ja. Haust ihm die Tür vor den Schädel. Fällt die Treppe runter. Was sehe ich denn, wenn ich das Zimmer betrete? Wie sieht das denn aus? Das ist nur ein Zimmer mit so einem, oder anderthalb Zimmer, sagen wir es mal. Sowas gibt es bei euch nicht, anderthalb Zimmer. Ja, keine, also da ist, habe ich da ein Klo eigentlich oder muss ich immer runtergehen? Oh. Du hast ein Klo bei Sigi. Betten? Betten? Also, ja. Ein Bett. Ich schmeiß mich auf das eine Bett. Okay, schmeiß dich drauf. Ich schlafe auch auf dem Boden. Sofa? Eine Holzbank. Okay, eine Holzbank. Nimm die Holzbank. Ich bin dahin. Ja, wunderbar. Das wird eine wunderbare Nacht. Das wird eine wunderbare Nacht. Ich penne sofort ein. Ja. Ich bin fertig. Ich du solltest noch mal kurz aufwachen, um deine Rüstung abzulegen. Muss man? Ja, ich dachte, ich habe mich so... Ups, wach auf. Kannst du gerne machen, aber dann hast du morgen Probleme, weil du dann Schmerzen hast, wenn du die Rüstung über Nacht auch noch an. Ich habe da nur eine leichte Rüstung an. Macht nichts. Macht ja nichts. Oh, nein, zieh ich auch aus. Du hast eine mittlere aber Rüstung an. Hosen kann ich anbeiden, ne? Wenn das keine gerüstete Hose ist, dann würde ich sie anlassen. Gut. Ich mache erst die Tür zu, lege auch Schwert und Axt und bla und lege mich dann vors Bett, da wo ich auch sonst immer schlafe. Ich lege auch meine Sachen ab, das ist nicht alles, aber, ne? Dass man schlafen kann. Das Nötigste. Das Nötigste. Ich würde gerne jetzt ich hab ein Fenster, gut. Die letzten beiden Regenerationen machen, weil ich bis morgens so, also 10 Stunden voll, also 11 Stunden pennen will. Kann man jetzt zweimal würfeln, oder? Einmal für eine Stunde und einmal für... Ja, okay, richtig. Gut. Du wirfst jetzt 2 Würfel. 2 plus 3. 1. Machen wir es auch mal. Ja, das ist gut. 4 plus. Oh. 3 und 2. Jetzt haben wir das ja ausgefüllt. Jetzt können wir es ja vorne wieder anfangen, ne? Ja. Für den nächsten Morgen könnt ihr dann alles, hättet ihr zum Aufstehen nicht eine unbedingt ja. Kreuzen brauchen. Ja, ist mir gerade aufgefallen. Aber macht ja nichts. Das ist ja. So. Ihr wacht auch so gegen 8 Uhr auf. Und pling haben wir es war, es war ungefähr vielleicht 26 Uhr, um mal in Uhrzeiten zu reden. 26 Uhr? Ja, ist so. Okay. 28 Uhr Stunden hat der Tag. 28, okay. So. 26 Uhr. Deswegen redet ihr nicht in Uhrzeiten, ja, weil es okay. Doof klingt so. Ja, okay. Uhrzeiten kennt ihr auch gar nicht. Ja, und so. Nächster Morgen, ich werde wach. Oh, ich auch. Ich ziehe alle meine ich Rüstungsteile auch. Wieder an. Genau. Springe rein. Alles wieder anlegen. Ja. Und, waschen ist da ja nicht so, sagst du ja. Würde gern eine meiner Rationen verbrauchen. Da unten gibt's hab ich da eine Feuerstelle? Wenn ihr nicht, nein. Schade. Ja, auf dem Holzboden. Ja. Nein, hast du nicht, wenn ihr was essen wollt. Weil ich hab hier du isst sowieso meist immer bei Sigi. Ja, ja, also von dem Organhändler, da will ich nichts haben. Ja, Aninfleisch, Aninmilch ist sehr beliebt. Aninfleisch. Ich hatte nur Essen für 3 Tage für Stumpf. Hätten wir damit eine Aktion durchgeführt und könnten recovern? Wenn du eine Aktion jetzt machen willst, kannst du machen. Das Runtergehen zählt als Aktion, korrekt? Nein. Kannst du jetzt sofort machen. Nimm Wasser oder so. Gibt es auch so ein normales Trinken ohne Milch? Oh. Wasser gibt es auch. Ist das 6? Ja. Gereinigtes oder ist es. Das kennt ihr nicht, gereinigt. Okay, gut. Was ist gereinigtes Wasser? Okay, gut. Das ist das Wasser aus dem Fluss. Ja, alles klar. Was ist jetzt los? Er regeneriert. Recovered. Ach so. Eine Aktion, bin ach. Fast voll wieder. Er ist aufgestanden, hat Dehnübungen gemacht. Ach so. Ja. Yoga. Alles gedehnt. Gut. Ja, was ist jetzt so? Hä? Ich bin schon unten. Alle Stangen getestet. Alle Stangen? Was für Stangen denn? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Er rödelt da an deiner Bank rum. Alle Stangen. Was für eine arme Bank. Was ist denn los? Los, raus. Du bist, glaube ich. Raus. Lass meine Bank in Ruhe. Habe ich keinen Leichengräber. Hast du alles? Nimm dein Schwert noch mit. Leichengender. Schwert unterm Kissen, alles mit? Alles, ich habe alles mit. Gut. Und dann gehen wir runter. Ja.
Ja, da ja. Auch zu Sigis Bar rein. Jawohl. Moin, Jedes Sigi. Hä? Ich hätte gern ein Glas Wasser. Ich bezahle. Ich hätte gern Vogel. Gibt es Vogel? Also sie steht da ungefähr so und dann guckt sie ihn böse an und dann singt sie so unter den Tresen. Stell dann da so ein Glas hin. Ich nehme auch Wasser und ein Vogel. Nö, schönes Aninsteak und ein O-Saft. Drei Schinn. Ja. Drei. Bitteschön. Schinn. Für ihn. Wie für ihn? Das ist für euch. Ach so. Reicht ein großer? Ein großer. Also bitte. Du wohnst hier schon so lange. Sigi. Nein. Och, Sigi. Nicht Sigi. Du musst schon kaum was bezahlen für die Butze da. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Danke, Sigi. Lege ich hier zu den anderen. Ja, verschwindet da hinten irgendwo. Mhm. Ist so ein Küchenbereich, da dampft es. Dann gucke ich mal, wo er die Chin hingelegt hat. Vorne unter den Tresen. Da ist so eine kleine Box, da liegen die Chin drin. Habe ich das gesehen? Sehe ich die Box? Ich mache die Box mal auf. Ja. Ich greife mal beherzt rein. Ja. Mach so ein paar Chin raus. Geil. Und dann gehe ich wieder nach vorne. Und machst du wieder zu und ja, und gehe wieder nach vorne. Und wir setzen uns an den Tisch. So, nächste Runde kann ich euch ja mal einladen. Das ist eine coole Welt hier. Das läuft hier. Recht entspannt hier. Friedlich. Hättest du noch ein bisschen mehr nehmen können? Ja, warte, ich gehe noch mal hin. Die Box ist eigentlich jetzt komplett leer. Ach so. Sehr gut. Nee, es war schon alles hier. Warte, komm. Hier. Nein, bald. Ja, wird dann nicht. Gibst du später aus. Ich würde mich hier kurz in der Stadt ein bisschen umsehen. Ich suche... Und dann trinken? Hast du schon ausgetrunken? Das nehme ich doch mit. Ach so, nimmst du mit. To go. Und treffen wir uns dann hier wieder vor dem Laden? Ja, wir essen ja hier noch. Gut, weil ich würde gerne... Das Essen dauert eine Weile. Genau, ich würde mich kurz ein bisschen umsehen. Ist das so eine... Kann ich auf die Entfernung schon abchecken, ob das so eine, ich sag mal, Einkaufsmeile ist oder wo man ein bisschen ein paar Geschäfte findet? Dort, wo ihr seid, nicht. Da musst du schon ein bisschen... Gut, also ich gehe auf alle Fälle... Ist das so eine Haupt... Kann man das als Hauptstraße identifizieren? Hauptstraße gibt es auch, ja. Du würdest schon sagen, dass das irgendwie Richtung der großen Türme führt. Gut, ich laufe da mal hin, weil ich bin auf der Suche nach einem Händler. Zu welchem Händler willst du denn? Ich kenne ich will nur ein paar Sachen verkaufen. Ein Händler, der Sachen ankauft. Wenn du rausgehst hier, links, ganz geradeaus durch, bis es nicht mehr weitergeht, dann gehst du noch rechts und links. Ja. Dann gehst du rechts. Ja. Da ist so ein rotes Schild. Ja. Und da links. Da ist ein Kuchen abgebildet. Da links von Kuchen? Viele von euch sind Analphabeten. Ach so, okay. Also manche von euch kennen schon Schrift, aber nicht so viel. Aber ein Kuchen ist doch keine Schrift. Ja, sag ich ja. Deswegen ist ein Kuchen abgebildet und da steht nicht Händler. Ach so. Sag ich jetzt einfach mal. Oder irgendwas ist da abgebildet. Okay, ach so. Wir kennen einen Kuchen aber. Was? Hat er doch gerade gesagt, wir treffen uns hier in einer Stunde oder in einer Stunde. Komm einfach wieder zurück, das Essen dauert eine Weile und wir wollen ja auch in Ruhe essen. Stratze ich los. Ich gehe raus, dann rechts in die Straße, wie sie gesagt hat. Bis zum Ende, wo nicht mehr geht, dann rechts. Suche das rote Schild mit dem Kuchen. Findest du. Gut, gehe ich rein. Sehe ich jemanden? Verkäufer? Händler? Ja, dicker Kerl, Glatzkopf. Richtig, massiges. Persönchen, 1,60 höchstens groß. Guckt so über den Tresen rüber. Jedes. Er guckt dich nur an, sagt erstmal gar nichts. Ja, gut, hallo. Hallo. Okay. Ja, ich wusste nicht, was du sagst. Also, komisches Wort. Wo kommst du denn her? Aber ist das hier nicht eure Standardbegrüßung? Haben mir doch die anderen jedes Mal gesagt. Ja, jedes Sie. Da muss man das ein bisschen mit Freundlichkeit und Freude und nicht jedes Sie. Ach so, okay. Verstehst du? Das ist eine ausstrahlende Begrüßung. Jedes. So, was willst du denn hier? Willst du was kaufen? Eher das Gegenteil. Ich will was verkaufen. Hätte hier sowas für dich. Ein Würfel. Schön. Du kennst das alles schon. Ja. Ich hätte was zu verkaufen. Verkaufen? Ja, da bist du bei mir genau in der richtigen Adresse. Bei mir gibt es genau die besten Preise und sowas von. Was hast du denn schön nicht? Ich zeige ihm erstmal meine schwere Axt. Feinstes Daimacena-Stahl. Das ist hier super geschliffen. Damit haust du jeden Schädel durch. Wer hat denn das geschmiedet? Hast du ein Zertifikat darüber, wer das geschmiedet hat? Mit dem richtigen Zertifikat könnte das ganz schön wie was bringen. Nur bestimmt 20 Schienen. Tja, aber das ist ja ein Artefakt. Das ist ja... Ein Artefakt?
Das findest du so nirgendwo. Das ist ein Unikat. Sagt dir das Wort was? Nur einmalig hergestellt? Unikat bedeutet, dass es das nicht nochmal so gibt. Ach, nicht so. In der Qualität, nicht in der Ausführung. Aber ich brauche es nicht mehr. Siehst du das Schwert? Viel handlicher, viel stärker und ich kann mit Äxten einfach nicht umgehen. Ja, aber gut, das ist ja voll schwer, das Ding. Wir sollen das benutzen. Naja. Da kommt einer hoch hier. Ja, aber andere kräftige Typen. Na, du doch nicht. Du sollst damit jetzt hier keinen abschlachten. Aber ich könnte dir da das in eine Vitrine stellen, die du hast. Und dann gib mir dafür 30 Schinn und du kannst es für das Zehnfache an richtige Krieger verkaufen. 5 Schinn. 25. 4 Schinn. 20? 3 Schinn. Warum gehst du runter? 2 Schinn. Ach so. Du hast ja gar nicht gehandelt. Tut mir leid, ich kann dir nur den Wert des Objektes so an sich, also ich kann da jetzt nicht genau feststellen, was das, also Artefakt kann ich nicht sehen. Sagt mir nichts. Wenn die jetzt aus Glas wäre, dann vielleicht, aber sie ist ja nur aus Metall. Wenn du eine Zündstahlachs findest, dann gebe ich dir 50 Schinn dafür. Aber das ist keine Zündstahlachs. Ding, 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 ding. Ja, aber trotzdem kannst du mir dafür 10 geben. Ich hab dir 5 angeboten. Ja, aber die ist das doppelte Wert und du kannst sie, ich schwöre dir, du kannst sie für das Zehnfache nochmal verkaufen. Boah, bist du das wissen? Bist du heller? Die gibt's doch nur einmal im gesamten Sektor. Sektor? Was ist das? Ist das ein Land, woher du kommst? Wo ist denn das? Sektor ist eine andere Welt. Aber eine andere Welt? Verstehst du eh nicht. Hm. Ja, aber schrei es doch nicht so laut rum. Hab ich mir gleich gedacht. So Leute wie du, die von einer anderen Welt kommen, die könnten das hier gebrauchen. Ein Schraubenzieher? Das ist ein Unikat. Das gibt es nur einmal. Ist ein Artefakt. Und kostet 30 Schinn. Nur für dich. Weißt du, was der Unterschied ist? Meine Axt kann ich heben und dir durch den Kopf schlagen. Das Ding damit, da mache ich vielleicht einen Kratzer an dich rein. Durchs Auge und so. Naja. Ja, ja. 10, komm, sag mal 10. Und du kannst sie für 100 verkaufen. An den nächsten, der hier reinkommt, verkaufst du die für 100 Schinn. Und dann bist du ein reicher Mann. Weil ich so nett bin. Gebe ich dir 6 Schinn. Weil ich so nett bin, verlange ich nur 9. Oder wir machen 8. Okay, machen wir 8. Deal. Deal. Fasst du mich an? Ist ja eklig. Ich habe hier noch das. Was ist los mit ihm? So macht man Deals. So. Muss seine Hand auch so hinhalten. Naja, von deiner Welt oder was? Von der du kommst. Hast du gerade einen toten Vogel nachgemacht? Für Abstand. Ist gequieke. Hier, Frau Kundin, reiß dich mal zusammen. Wieso kann ich da? Ich hab einen plötzlichen Lachflash am Tisch. So. Cyphers kennst du? Selbstverständlich. Hast du welche? Ich hab einen über. Schau dir diese Kugel hier an. Was ist das? Das ist eine Strahlenkanone. Bis zu 60 Meter feuert die und löst am Zielort eine Explosion aus. Ehrlich? Ja. Zeig mir mal. Nein, bist du denn nicht auslösen, ja. Das weiß ich selbst, aber du musst mir ja erklären, wie das funktioniert. Was hat der einen Druckknopf? Kannst du dir so überlegen, wie das sieht er nicht, ja. Okay, also du siehst diese Kugel, ne? Und dann drückst du diesen kleinen roten Knopf 3 Sekunden lang rein und dann schießt es. Schießt. Und dann zerstört es auf 60 Meter Entfernung. Was jegliches heißt, schießt. Ach so, es wirft. Nein, du musst es festhalten, festhalten. Ja. Und dann kommt ein ionisierter Strahl raus. Strahl. Ja. Hochgebündetes Licht. Licht. Ja. Also eine Lampe. Nein, 1000-mal heißer. Und dieser Laser. Laser. Schlägt ein in bis zu 60 Metern Entfernung, löst dadurch eine Explosion aus, die enorme Wucht und Hitze, die entsteht und verglüht. Tötet alles, was da steht. Aha. Du kannst auch Löcher in Wände sprengen oder in Safe-Türen oder in Menschen oder in Fahrzeuge, wenn du sowas kennst. Ja, naja. Scheint mir jetzt nicht sehr praktikabel zu sein. Praktikabel? Das ist handlich und leicht und zerstört. Ja, aber was soll ich denn damit im täglichen Leben anfangen? Ich muss ja meinen Kunden auch erklären, warum sie das brauchen. Du sollst es ja auch keiner Mutter verkaufen, die für ihr Kind Milch haben will. Du verkaufst es. Ja, nämlich das Problem schon. Also... 10 Schinn. Für 8.
Nehme ich. Du bist ein richtig guter Händler, ein taffer Geschäftsmann. Das machst du sehr gut. Ja, er macht hinten geht übrigens die Tür auf, da kommt so eine Hand raus, die greift das Ding und dann ist es hinten weg. Sehr gut, ich danke dir. War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ansonsten, was hast du denn anzubieten? Jetzt habe ich dir ja was verkauft, vielleicht kaufe ich auch was von dir. Ja, was suchst du denn? Suchst du vielleicht einen praktikableren Cypher als so einen Lichtwerfer? Ja, was hast du denn für einen praktikablen? Da gucke ich mal in meine Cypher-Kiste. Guck's dir mal an. Was kannst du denn damit machen? Damit kann man durch Wände gehen. Viel unauffälliger brauchst du die Wand nicht kaputt machen. Gehst du einfach durch. Und die Wand bleibt heile. Ich tausche. Ich habe noch einen. Mit dem kannst du Objekte von deiner Größe oder weniger anziehen, ohne dass sie Druck auslösen, wenn sie den Cypher treffen. Das klingt aber sehr praktikabel. Wie viel würdest du denn geben? Na, weil du bist 16. Wenn du den auch noch haben willst, dann sind es aber nur 7. Aber 8 klingt auch gut, wir machen die ganze Zeit 8. Das klingt nach einem überzeugenden Argument. Ich merke schon, du bist auch ein sehr guter Geschäftsmann. Was würdest du denn für den haben wollen, ohne dass ich dir meinen gebe? Was? Wie? Ja, für den durch die Wände gehe. Blinkautomaten. 8, denke ich, ne? Weil wir machen ja 8 die ganze Zeit. 40. 40! What? Das muss ja das Ultra-Artefakt schlechthin sein. Also meinen kriege ich dafür? Also wenn wir tauschen und noch 8 Chin, da haust du den einfach so raus. Du rechnest ganz schön viel. Irgendwie haust du mich übers Ohr. Na gut, sagen wir... Nö. Alles gut. Der Traktor ist schon gut, Mann. Was ist jetzt los? Obwohl durch Wände gehen auch gut ist. Ist das der O-Saft? Folgendes. Das Ding interessiert mich. Ich habe aber nicht so viel dabei. Ich würde noch mal ein paar Chin holen, wenn du mir den zurücklegst. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Gut, dann sehen wir uns gleich. Sehen wir uns gleich. Und wenn nicht, verkaufe ich ihn sofort weiter. Ja, ja, dann kannst du sofort. Also du rausgehst, gehst ja. Du raus, ne? Ja. Gehst du raus, kommt dir Hookeres entgegen. Der geht gerade in den Laden rein. die Tür ist noch nicht ganz zu. Dann sagt er, hallo. Pass auf, ich habe für dich eine super Axt. Und dann geht die Tür zu. Du kannst dir vorstellen, wie es weitergeht. Ja. Ich stürme zurück. In die Bar sehe ich die beiden. Ja, wir sind gerade so fertig. In die Bar. Ihr habt noch nicht mal angefangen. Ach denn so. Sigi wollte euch gerade das Essen bringen. Okay. Er reißt die Tür auf. Sigis Teller fliegen ihr ins Gesicht. An die Wand. Oh nein, über den Tresen. Vogel. Sigi liegt hinten. Mein Vogel. Mein Vogel. Weil ich es wirklich eilig habe. Hä? Okay, Sigi krakeelt in der Ecke rum. Ja, ist gut jetzt. Schnauze. Also ja. Ist so ein riesiges, verbranntes, riesiges ja. Steak auf dem Gesicht. Okay. Cyrus, ich brauche unbedingt deine fachmännischen Kenntnisse über Cyphers. Mein Essen. Dann kaufst du mir gleich was Neues. Ja, ich kaufe dir gleich was Neues. Na gut. Und beiß rein. Und ess es. Ich nehme ihn mit. Ich komme auch mit. Ich esse nebenbei den Vogel. Okay. Richtung Shop um die Ecken, zack. Sehe den Kuchen wieder, reiß die Tür auf. Dir kommt gerade Hookeres entgegen mit einer riesigen Axt auf der Schulter, die du irgendwie kennst. Hookeres, wie viel hast du für diese Axt bezahlt? Nur 120 Chin. Total günstig. Voll das Schnäppchen. Ey, der Mann ist voll korrekt. Hattest du vorhin nicht so eine Axt? Ja. Ach ja. Ich hatte sie hier er auch geht verkauft. Auf jeden Fall zufrieden weiter mit seiner Für wie viel? Axt. Ja, 8. Er wollte 8 Chin, hat er mir gegeben. Oh. Ja, er ist ein... Naja, deswegen bist du jetzt da, weil... Wie heißt du nochmal? Schlaganfall, oder? Schlaganfall. Schlaganfall, du hast doch für mich... Nein, mein Name... Was macht die denn hier? Was? It's time to be the hero. Rising, like you've never seen. Oder wir suchen halt erst eine Tante und rasten danach. Okay. Und der Reihenfolge. Was hast du gerade gegessen? Ich hatte doch was in meiner Tasche. So kleinen Snack. War das wirklich ein Snack oder war das Snack einfach in der Hose. Kann das ein Stück Gehirn gewesen sein von vorhin, ich weiß es nicht. Oh, was habe ich denn da? Oh, warm. Alter, boah.